Ja, vor allem, ne? Da hast du einen Höhlenspinnenspawner. Einen Höhlenspinnenspawner. Da hast du, der im Wasser ist, ne? Eigentlich spawnt ja im Wasser nichts. Höhlenspinnen scheinbar schon. Da sitzt Dynamit daneben und das passiert nichts, weil Dynamit explodiert ja nun mal im Wasser nicht richtig. Ja. Das war irgendwie so ein bisschen suboptimal. Soll ich Wasser mit in den Nether nehmen, wenn wir in den Nether gehen dann? Würde ich dir schon empfehlen, ja. Weil, wie gesagt, wenn ich mal meins verlieren sollte, kannst du immer noch deins verwenden, um das in den Kessel zu füllen. Ja, dann gehe ich mal gerade raus. Ich glaube, mittlerweile sollte ich mir... Entschuldige. Da war ich schon beim Zugedrücken. Schlupp. Gut, jetzt habe ich Wasser, aber machen wir ja nächste Aufnahmesession. Würde ich sagen, wir sind ja jetzt immerhin schon eine Stunde 20 dabei. Das heißt, wir haben im Grunde ja 4 Folgen schon voll. Und ich tue mal ganz gerne versuchen, nicht... also jetzt so, dass es irgendwann so angestrengt wird, weil Nether ist ja jetzt auch nicht gerade so easy going. Jetzt haben wir doch die Höhle erstaunlich viel Action drin gehabt. Das ist richtig. Hier steht ein Villager draußen, warum auch immer. Geh doch rein. Schäm dich nicht, geh hier rein. Es ist Nacht, geh rein. Geh doch rein. Sperrstunde. Oh, Zombie im Dorf. Zombie-Villager im Dorf. Hoffen wir mal, dass er gespawnt ist. Das hoffe ich jetzt auch mal gerade. Was ist mit dir? Der heilige Stein, der heilige Stein. Und noch mehr Zombies, aber der ist außerhalb. Hier läuft auch noch ein Villager rum. Es kann schon sein, dass der sich hier infiziert hat, weil die Villager zu blöd sind, reinzugehen. Warum auch immer. Ja. Woran kann dir das liegen? Das habe ich ja noch nie. Komm her, Erfahrungspöppel, du schaffst das. Das kann mir vielleicht, ist mir egal, aber du schaffst das. Oh. Warum bist du draußen? Warum gehst du nicht rein? Vorhin ist auch schon wieder einer rausgekommen. Jetzt ist er wieder reingeflitzt. Hallo? Sie wünschen, wir verkaufen nichts. Die Stelle hier ist aber ein Schwachpunkt tatsächlich. Hier könnten... Wo ist der Zombie hin? Ach, der geht jetzt da oben lang. Ach ja. Du trink... Du Mist... hab ihn. Könnte hier aber auch an der einen oder anderen Stelle noch dunkel genug sein, dass die hier auch spawnen können, oder? Ja, das schon. Das ist richtig. Da arbeite ich so langsam aber sicher dran, dass das eben nicht mehr passiert. Mhm. Aber es soll halt auch nicht aussehen wie ja, klar. Die Lichterkette. Hm? Das ist so, ein gewisses Restrisiko bleibt. Vor allem haben wir jetzt mittlerweile, glaube ich, auch die Türenanzahl, die notwendig ist, damit eine Zombie-Apokalypse stattfinden kann. Mhm. Davor kann man sich ja eh nie ganz schützen. Nee, die findet ja an irgendeinem spawnfähigen Punkt findet es ja dann statt. Genau. Und meistens sind es ja zum Glück nicht die volle Anzahl, weil sie ja jedes Mal einen anderen spawnfähigen Punkt brauchen für jeden einzelnen Zombie, der spawnt. Mhm. Und das kann natürlich, so eine Apokalypse kann auch aus einem Zombie bestehen. Ja. Ah, ja. Schon interessant. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, hier ganz gut gesaved. Ich denke auch. Ja. Ich überlege kurz noch mal, was mit meinem Inventar los ist. Ja gut, also ich würde gerne noch tatsächlich dann, ich weiß nicht, ein gelbes Schwert. Habe ich nicht noch irgendwo ein Schwert, das ich mit dem anderen Schwert auf dem Amboss reparieren kann? Geht das nicht, dass man 2 kaputte Schwerter auf den Amboss legt? Doch. Dann mache ich mal mein Eisenschwert ein bisschen besser wieder. Sollte es verzaubert sein, geht dann nur die Verzauberung. Nee, soweit bin ich noch nicht. Aber wenn du nur einfach zusammen craften willst, kannst du das auch in deinem Crafting-Table oder im Handwerksfeld einfach nur machen. Echt? Ich hab dir gerade im Amboss zu einem verschweißt. Ich hätte nicht gedacht, das geht. Da kann ich vielleicht auch noch was anderes reparieren. Ja, meinen Bogen könnte ich noch ein bisschen reparieren. Das freut mich auch. Ich habe nämlich da so Schrottelszeug rum, weil ich mich nicht mehr traue einzusetzen, weil es mir zu bunt ist. Und jetzt kann ich es mir hier... Ja, supi. Habe ich es mir... Oh, ich habe noch Gammelfleisch. Achso, es war von den neuen Zombies. Das muss wieder weg. Oh. Minecraft ist ja auch immer ein bisschen so ein Lagerhaltungsspiel. Mhm. Oder halt nicht, ne? Oder halt dann ist es ein Suchspiel. Ja. Das stimmt.
Ja, selbst mit einer Lagerhaltung ist es ein Suchspiel bei der Menge an Zeug, was es gibt. Stimmt wohl. Ja, vor allem, wenn man es nicht alles selbst gemacht hat, dann ist man naturgemäß immer ein bisschen abgucken. Ja, das bleibt mir hier aus. Ja. Ist das morgen? Ja. Das müsste morgen sein. Genau. Ach, wie schön. Wir haben noch einen Tag zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob wir den noch nutzen wollen. Gibt es denn irgendwas, was du immer schon mal erledigen wolltest, aber dich immer vorgedrückt hast? Nee, eigentlich nicht. Ich kümmere mich eigentlich, schätze ich, habe ich mich um alles gekümmert. Es gibt halt immer was zu tun, denke ich, ne? Ja. Ich wollte da hinten tatsächlich diese Häuser da ein bisschen abtragen. Um zu gucken, ob man da irgendwie sowas wie aus den... Also das ist aber so ein individuelles Ding, ne? Weil ich dachte, da kann man vielleicht eine Burgruine draus machen. Aus den beiden Häusern, weil es steht ja schon so ein bisschen Cobblestone da. Aha. Und dann, wenn man die Dächer abreißt... Ich glaube, das mache ich jetzt. Ja. Das klingt nach einer netten Idee. Ja. Wir haben ja tatsächlich noch einen Tag. Und Neta ist jetzt mir einfach ein bisschen too much. Ja. Aber jetzt so ein bisschen auch noch ein bisschen Ruhe reinbringen. Ja. Also komplett das Hölzerne erstmal entfernen. Ja, kannst du theoretisch bei dem Haus da drüben mal machen. Und so ein bisschen halt gucken. Also nicht komplett das Hölzerne entfernen, sondern wenn das also wirklich dann hier, was also jetzt nicht unbedingt ruinmäßig aussieht, das könnte theoretisch gleich weg. Ja. Uah. Jetzt muss ich das mal gucken. Das steht nicht über, ne, bei den Häusern. Dann machen wir hier nämlich Ruinen draus und dann bauen wir lieber im Dorf noch Häuser, anstatt diese missgebildeten Bergziegen hier rumstehen zu haben. Schön ist, man kriegt damit auch gleich auch Dachmaterial, auch wenn es jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsdachmaterial ist, weil ich gerade Eichenholz finde. Ist eher so, dass für überall sonst als auf dem Dach, weil ein helles Dach ist halt optisch immer schwierig. Ja. Wenn das Dach heller als das Gebäude ist halt. Ne? Finde ich auch. Geht bei mir auch schon in Räumen so mit Decken und Böden. Wobei eine Decke natürlich heller sein kann, theoretisch noch. Das geht schon noch, aber... Und das sieht halt, das Eichenholz, es ist natürlich eine Maßnahme. Also wenn ich jetzt ein sehr altes Haus mit Holzdach bauen wollte, wäre Eichenholz natürlich tatsächlich die erste Wahl fürs Dach. Weil das eben dann so ein also in Chroma Hell so einen verblichenen Charakter hat. Das schon. Wobei ich da auch Fichte immer mal ganz nett finde. Weil, das natürlich nicht so verblichen ist, ist ja eher kräftig dunkel, aber dann eher so ein bisschen feucht geworden oder nass geregnet. Ja, ich finde Fichte wirkt immer sehr solide. Also das ist so, dass bei Chroma Hills das solideste Holz in meinen Augen. Okay, das ist bei mir so das Schwarzeiche. Ja, das ist ja im Grunde nur Eiche in dunkel. Genau. Das ist ja so die gleiche Textur. Wo ich halt gar nicht glücklich bin, tatsächlich, ist immer Birkenholz. Ja, das ist ein Spezialfall. Das ist mir zu hell. Also das müsste so eine Spur dunkler auch sein. Dann hätte man da mehr Möglichkeiten mit. Schau mal, hier war unterm Dach ein Koppelgerüst. Soll ich das so stehen lassen? Müssen wir uns mal angucken. Würde ich sagen. Könnte man zumindest so als Basis halten, später nochmal ausbauen. Aber ja, wobei ich würde tatsächlich das Koppelgerüst unterm Dach eher abreißen, weil ja ein Dachstuhl nicht aus Cobblestone ist, außer wenn Minecraft-Entwickler Häuser bauen, weil ein Dachstuhl ja auch bei einem Burggebäude aus Holz eigentlich ist. Ist wohl richtig. Ja. Das hält ja. Cobblestone ist ja sehr ungeeignet für Dachstühle. Es ist fast jedem bekannt, außer eben den Minecraft-Buben. Sind nicht so die geborenen Statiker. Nee. Nee, das merkt man im Spiel insgesamt an, dass es jetzt nicht unbedingt ein Spiel ist, das von Statikern entwickelt wurde. Wobei man sagen muss, das hat natürlich ja auch so ein paar kleine Vorteile, dass das nicht von Statikern entwickelt wurde. Definitiv, ja. Naja. Das hat der Groschi früher erzählt, der hatte irgendwie mal so ein Mod, wo man dann wirklich Statik hatte. Okay.
der hat das berechnet und oder ein Plugin auf dem Server, ich weiß es nicht mehr genau. Und ja, es muss ein Plugin gewesen sein, dann sind dann auch schon mal Sachen eingestürzt, die man da falsch gebaut hatte. Ne? Finde ich cool. Zu gewagte Konstruktionen ist dann einfach zusammengestürzt. Ich weiß aber nicht, was für ein Plugin das gewesen ist, ehrlich gesagt. Vielleicht weiß es ja jemand von den Zuschauern. Ja, es ist auch schon eine Weile her. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Okay. Natürlich möglich, dass jemand von den Zuschauern das weiß. Ja. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ups, da hat sich wer wehgetan. Ja, nur ein bisschen. Also tust du dir sehr viel mehr weh als ich. Ich glaube, es liegt aber daran, dass du einfach sehr viel weniger angstvoll Minecraft spielst. Das ist zumindest potenziell eine Möglichkeit, warum du da ständig Au hast. Ja, das stimmt schon. Ich bin ja in meiner Welt mittlerweile schon eine ganze Weile so im Late Game, sag ich mal. Und ja, dann. Was ist das Late Game? Ja, mit sehr, sehr gutem Equipment und ja, Enderdrachen beseitigt, Wither beseitigt und sowas. Und ach ja. Ja, dann wird man halt so ein bisschen. Verschiebt sich so ein bisschen die Aufmerksamkeit, denke ich. Wohin denn? Naja, mehr in nicht oder weniger auf den reinen Überlebenscharakter, sondern eben mehr auf das Gestalten, auf das ja, Ausformen von so einer Welt und man achtet weniger auf die Risiken, die wirklich so drumherum sind. Hat natürlich den Nachteil, dass man dann auch immer mal einen überraschenden Tod erleidet. Ne? Ja, okay. Ja, die Geschichte, hast du das eigentlich als Video umgesetzt? Also, du weißt, was ich meine? Ja, ich denke, also mittlerweile schon. Wenn die Folge hier bei dir erscheinen wird, dann müsste das Ganze doch bei mir verewigt worden sein. Ja, das ist schön. Es gibt nämlich dann wirklich ein, das hat er uns erzählt, dem Romanus, ich sag's jetzt Romanus, weil mit dem neuen Namen kann ja doch keiner was anfangen. Von dem Mindwork Gamers und mir hat er das geschrieben, wie er da im Ende unterwegs war und da ein paar Abenteuer erlebt hat. Und die Story, die war so gut, wir haben das da gelesen und waren so am Feiern. Und das ist gut, dass Spiccolo das als Film gebracht hat, weil diese Enderreise da, diese Endreise mit den Abenteuern, die er da erlebt, das müsst ihr euch echt ansehen. Das, ich habe das Video nicht gesehen, konnte ich jetzt ja noch nicht, ist ja zum Zeitpunkt des Drehens hier noch nicht online irgendwie, aber die Geschichte kenne ich halt, wie er die erzählt hat. Ich hoffe, er erzählt es beim Video auch so schön. So als Back, also so Sprecher aus dem Off. Genau. Das Abenteuer erzählen, weil das war echt episch. Also ich habe es sehr gefeiert und Romanus auch. Ja, im Nachhinein mit etwas Abstand muss ich sagen, konnte ich auch deutlich mehr drüber schmunzeln und lachen. Ja, jetzt spoilern wir nicht. Nee, alles gut. Nein, wir wollen die Leute ja tatsächlich dann dazu bringen, dass sie das gucken, weil es ist. Ich werde es ja auch gucken, wenn das Video draußen ist, das sage ich. Das heißt, in der Zukunft werde ich es gesehen haben, wenn dieses Video läuft, das kannst du dir sicher sein, lieber Zuschauer. Und ich kenne halt die Story, die da passiert und das ist so, episch. So ein richtig episches Ding. Achso. Ja doch, warum nicht eigentlich? Mhm. Ach, ich bin hier am Rumbasteln. Bei mir überwiegt ja immer das kreative Bauen und das haut halt manchmal voll rein. Dann bist du hier so im Survival und fängst mit kreativem Bauen an und versuchst dann irgendwann auch meistens abzuheben, um irgendwie zu fliegen. Aha, verstehe. Ja. Ich bin hier so ein bisschen am Tüddeln. Das Schaf steht mir leider im Weg. Es ist ein im Weg Schaf. Jetzt muss ich mal gucken. Ich müsste. Doch. Richtig. So. Ach, nicht doch, Schaf. Oh, gut. Da kann ich mit leben. Okay, jetzt weiß ich nicht so genau, ob das so richtig ist, was ich da so tue. Ich muss mir das mal von draußen angucken. Das ist ja noch so ein Ding, ne? Man kann einfach nicht überprüfen, was man tut im Survival. Ja. Das ist schlimm. Das ist wirklich sehr umständlich und ja, dadurch dauert halt alles oder sehr viel deutlich länger. Ja. Aber es macht halt doch auch alles sau Spaß. Das muss ich ja auch mal sagen. Ja, definitiv. Das,
Ich hatte am Anfang ja nur im Survival auch gespielt, ganz am Anfang mal. Mhm. Und habe aber dann irgendwann, hab da noch gesagt, wie kann man denn im Kreativmodus Minecraft spielen? Das ist ja todlangweilig. Und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht. Durch so ein paar kleine Projekte an für sich nur. Und irgendwie bin ich drin geblieben. Tja. Das ist das. Wenn man einmal drin steckt im Sumpf, ne, dann. Ja, ja, 2000 Stunden lang. Das ist Mittelalter. Schon eine Marke. So, jetzt habe ich hier schon so ein bisschen so ein. Ganz wenig, aber so ein bisschen Ruinenfeeling entsteht bei meiner Hütte da langsam. Aber jetzt ist schon wieder Nacht. Mhm. Noch so ein Ding im Survival, dass man ständig ins Bett muss. Naja, da kann ich hier das noch rausroppeln. Jawohl. Ja, das bitte auch, danke. Und dann reißen wir das hier noch runter erstmal. So, dass man es theoretisch auch als Ruine erstmal stehen lassen könnte, wenn man mal eine Weile nicht dran geht. Oha, hier drunter ist ja auch ein Cobblestone-Boden unter dem Holzboden. Mhm. Na gut. Ach so, dann muss ich hier auf alle Fälle auch ausleuchten. Die Ruine. Sonst haben wir hier oben so ein wunderbares Boring Area geschaffen. Solange man dran denkt, ist das ja nicht so das Problem. Aber manchmal wird man halt dann davon überrascht und es versaut einem wieder 5 Minuten Bauarbeit durch einen Creeper oder ähnliches. Ja, ja. Ja, ja. Meine ersten Schritte bei Minecraft, was überhaupt Server anging, war bei Freunden auf dem Server. Und das war ein Survival-Server, aber weil die Freundin von dem Serverbetreiber Angst vor den Monstern hatten, waren die Monster immer aus. Und du hast im Survival gespielt, aber wenn du irgendwas brauchtest, dann musstest du dich immer melden und sagen, kannst du die Monster bitte anmachen? ja, es geht aber nur, wenn die, Namen nennen wir jetzt keine, aber wenn sie nicht da ist. Und die ist da gerade drauf, es geht jetzt nicht. Ja, aber ich brauche aber das und das. Nee, musst du warten. Oh je. Ja, das war schon nicht so optimal, ja. Irgendwie. Dadurch habe ich das Survival da jedenfalls nicht so als positiv erlebt, oft. Ja, dann nachvollziehbar. Man war ja immer darauf angewiesen, dass die holde Dame nicht da war. Mhm. Ich mache hier mal so ein paar Zinnen noch so willkürlich dran. Also es ist eine Ruine, ne? Das sollte jetzt auch erstmal nicht schön werden. Mhm. Die Ruine wird dann die Halle Zombie-Mann. Die Ruine wird dann auch noch, hier müssen wir trotzdem noch hoch. Ups, das war jetzt super. Vielleicht hat es der Zombie auch zu mir geschafft, wenn ich so weiter hier so schön baue. So, 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 so. Ah! Was ist da los? Ah, der Zombie hat mich von der Mauer geschubst. Aber ich glaube, er kommt sonst nicht mehr weiter. So. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt tatsächlich dann auch mal ins Bettchen. Ja, das macht Sinn. Und nutzen die Gelegenheit, uns zu verabschieden. Jawohl. Was denn? Wie geht's dir da? Oh, du hast da noch einen Riesenblock. Dann komme ich nochmal zu dir. Oh, das auch. Hier steht eine. Ach, guck mal, die Säule hier ist ja cool. Hast du die gebaut? Mhm. Ich habe das hier so ein bisschen. Ach, der Teil ist schon. Ah ja, und das da oben, was du da hast, das soll nicht abgerissen werden. Ja, je nachdem, wie deine Gedankenspiele so sind, ne? Ja gut, man muss ja noch ein bisschen Drag-Momente reinsetzen. Da fehlt so ein bisschen hier noch ein Träger. Wo wir gerade wieder bei der... Oh, das geht ja drüben mit dem Loch. Doch, egal. Huch. Da kann man so... Also es soll erstmal eine Burgruine sein, die wir da hinbauen. So. Ja, hallo. Wir hören sie. Wir wissen, dass wir lecker sind. Wir wissen es. Vielen Dank. Ach, da ist er jetzt drüber. Da hast du jetzt aber auch weh getan, kleiner Mann. Hier, lecker. Gammelfleisch, du hast recht. Du bist lecker. Wie kam denn der? Ach so, der ist jetzt da. Und dann... Zombies auf der Jagd nach Menschenfleisch. Die werden fündig. Also die... Die können sie nicht lumpen. Vor allem, der muss sich jetzt echt die Mühe gegeben haben, da hochzukommen. Das werde ich mir jetzt mal hier nochmal angucken.
Jetzt dürfte es schon mal eine Nummer schwieriger sein. Mhm. Ah, ist halt nicht so. Ich dachte gerade, warum ist da unten alles voller Eisbären? Eisbären? Eisbären, ja, es sind aber Schafe tatsächlich. Ja, nah dran. Ja, ja. Ja, da muss man dazu sagen, ich hatte das Dorf Let's Show fertig gebaut, mhm. was im Grunde fast vergessen gegangen war bei uns, also bei mir. Das hatte ich mal angefangen und dann ewig nicht dran gewesen und jetzt habe ich mich nochmal erinnert. Und dann habe ich das fertig gebaut. Und da waren aber, weil damals, als ich das erste Mal gebaut habe, waren die Eisbären neu. Beste. Ah, okay. Und dann hatte ich da zwei Eisbären ausgesetzt. Die hatten sich witzigerweise sogar einmal vermehrt. Warum auch immer, I don't know. Und das hatte... Entschuldige, ich will gerade nur kurz einen Enderman angucken. Ach so. Schön. Ja, er müsste jetzt eigentlich... Wo ist er denn? Ich höre ihn jedenfalls. Mhm. Enderman, komm her. Ja, da ist er. Andy? Wo ist er? Na hier. Ach da. Ich hab einen Spitzhacke. Ich krieg ihn damit. Juhu, Enderperle. Ich wollte die Punkte nicht. Deine Punkte. Oh. So, jetzt weiß ich auch, was du da komisches gebaut hast. Ja. Da war ich doch kurz erstmal verwirrt. Eine Burg ist reine Verteidigungsanlage. Mhm. Dann kann ich mich auch gegen Enderman verteidigen. Das stimmt. Ja, das ist jetzt hier so erstmal die Prophylaxe. Das wird dann nochmal alles später richtig umgearbeitet zu einer Ruine. Das war jetzt auch nicht... Das sollte nur erstmal so sein, dass es nicht aussieht wie die... Nee, das nicht lassen wir. Da war ja schon zufällig... Upsi. Da, wo keine Erde war, wollte ich eigentlich einfach das Loch lassen, weil ich dann da noch mit Half-Slaps runtergehen wollte. Ich lasse es jetzt erstmal so. Weil hier drin gehe ich eh nicht rum. Ich wollte erstmal von draußen nochmal gucken, ob das irgendwie so ein bisschen ruinenartig aussieht, dass man das erstmal stehen lassen kann und später... Also sieht jedenfalls sehr viel ruinenartiger aus als vorher, wobei du dir sehr viel mehr Mühe gegeben hast als ich. Naja. Das muss man sagen, aber das wird auch von meiner Seite nochmal bearbeitet. Das war jetzt halt nur erstmal so ein Grobentwurf. Ja, das ist ja immer... Finde ich jedenfalls auf alle Fälle schon mal besser als diese blöden Häuser da im Berg. Ja. Ja, hat auf jeden Fall... Hat auch jetzt, finde ich schon, auch in seiner groben Form jetzt schon einen netten Charakter hier. So etwas oberhalb des Dorfes. Mhm, genau. Das war die Idee dahinter, dass ich dieses oberhalb des Dorfes. Ja, von hier schon ist sehr unfertig, aber es hat schon was Ruinenartiges. Also, ja. Was meint ihr? Ist das ruinös? Ruinös? Ja. Ruinös. Dieses Adjektiv wird jetzt in den Duden aufgenommen. Ja, ist es ja schon. Gut. Umso besser. Ruinöses Verhalten ist ja schon im Duden und bezeichnet Burg in Minecraft bauen, die kaputt ist. Okay, verstehe. Ja, klar. Richtig. Wenn ein Bankrott ist ja auch eine angeschmorderte Bank. Eben das, genau. Eben das. Achso, hier ist übrigens der Aufenthaltsraum. Ah. Wenn du dich mal aufhalten möchtest. Leider gibt es kein Plugin zum Sitzen. Oh. Ja. Aber man hat schön warm, einen Ofen hier. Hier ist auch ein Buch, wenn du mal was lesen willst. Oh, ne? Ja. So, ja. Hm? Damit kann man sich doch schön die Zeit vertreiben. Ja. Wir haben es gleich. Und ich bin halt so, mir war es unangenehm, mir ein eigenes Zimmer zu nehmen. Deshalb habe ich mich hier vorne einquartiert. Ich bin da so ein bisschen bescheiden. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Also erstmal vielen Dank, dass du dabei warst. Ich nehme an, ihr werdet ihn in der Folge, die auf diese Folge folgt, schon wiedersehen, weil wir wollen ja eigentlich einen Nether. So sieht's aus. Der Plan besteht weiterhin. Der Plan besteht und ich werde wohl dazwischen dann nicht aufnehmen. Ich hoffe, es ist okay für euch. Aber ich habe so das Gefühl mit dem Piccolo, da du ja auch ein sehr ruhiger Charakter bist, behält das Let's Play auch seinen Charakter, wenn es mal zwei Leute sind. Ich gebe mir Mühe, nicht so sehr hektisch zu werden. Nee, darum geht's ja gar nicht. Ich bin ja selbst manchmal hektisch, aber so die Grundtendenz soll halt immer dieses Entschleunigende sein und auch bleiben. Das ist ja auch der Grund, warum ich das sehr gerne selber gucke.
Ja, dann gibt es mal durchaus abwechselnde Phasen, weil nur Entschleunigung ist auf Dauer ja auch langweilig, aber es ist, da denke ich, machen wir danach einfach noch eine Session und dann ab in Äther. Ja. Und jetzt gehe ich ins Bett. Guten Nacht. Schlaf gut. Ich glaube, es wird schon wieder Tag. Du kannst nur nachts schlafen. Echt jetzt? Wir haben durchgemacht. Ja, ja, ja. Wow. Wir haben durchgemacht. Na dann, guten Morgen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.